Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Schulz-Händel. Ich weiß ja, dass Sie das Thema pauschales Tempolimit auf deutschen Autobahnen wie eine Monstranz vor sich hertragen. Nun ist es dann so, dass man da manchmal aber auch den Blick nach rechts und links ein wenig verliert, wenn man sich immer nur auf das Thema pauschales Tempolimit fokussiert. Wenn wir hier von der AfD einen Antrag haben, dass wir uns mit der Frage von Verkehrsunfällen und von Verkehrsunfalltoten bei der Frage von elektronischen Geräten, die während des Fahrens genutzt werden, auseinandersetzen, da ist das Thema Tempolimit, die Forderung mit einem Tempolimit, hier Todesfälle und Unfälle zu vermeiden, absolut ungeeignet. Ich will Ihnen das sagen, Sie sollten sich selber mal beispielsweise beim ADAC in ein Auto reinsetzen und diesen Test machen, dabei SMS empfangen und zu gucken, wie man reagiert. Ich habe das gemacht. Es ist erschreckend, wie schon bei geringen Geschwindigkeiten durch das Nutzen von Handy am Steuer man sozusagen von der Fahrbahn abkommt, in den Gegenverkehr reinkommt etc. Da ist es völlig egal, mit welcher Geschwindigkeit man fährt. Der Unfall wird passieren und er wird schlimme Folgen haben. Deshalb wäre es eine Scheinsicherheit zu sagen, wir machen ein Tempolimit von 120 oder 130. Dafür darf man aber auf Autobahnen in Deutschland simsen. Das wäre eine völlig falsche Forderung, lieber Kollege Schulz-Händel. Sie sollten also die Monstranz-Tempolimit da vielleicht nach vorne tragen, wo es aus Ihrer Sicht geeignet ist, aber nicht bei diesen Themen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will zu den Ausführungen von Frau Tippel gar nicht mehr so viel ergänzen, weil sie hat ziemlich genau dargestellt, was in dem Antrag der AfD drinsteht und was heute schon gemacht wird, was Sachlage ist. Ich will mich aber bei der Landesregierung bedanken für die umfassende Unterrichtung aus allen Häusern, insbesondere auch aus dem Innenministerium, zu der Frage, was man tatsächlich macht und dass uns auch quasi spontan und ohne Vorwarnung von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das System dargestellt werden konnte, wie man in die LKWs reinfilmt und dort den entsprechenden Nutzung von solchen Geräten dann auch tatsächlich ahndet, insbesondere, weil Sie sehr schön darlegen konnten, und das hat mich persönlich sehr beruhigt, dass alle vom Bundesverfassungsgericht auferlegten Grundsätze zur informationellen Selbstbestimmung und zum Datenschutz bei diesem System eingehalten werden, Herr Minister Pistorius. Das ist bei Ihnen ja nicht immer so sicher bei Verkehrsüberwachung, dass Sie sich an die Verfassung halten. Deshalb will ich es ausdrücklich loben, dass Sie es hier tun und dieses System tatsächlich richtig einsetzen. Dafür herzlichen Dank von der FDP. Es ist so, dass man diesen Antrag in der Tat nicht braucht. Die einzige Möglichkeit wäre gewesen, wenn SPD und CDU in einem Änderungsantrag als Jubelantrag für die Landesregierung umschreiben wollten, was die Landesregierung nicht alles Gutes schon getan hat. Da hatten Sie kein Interesse, dran. Wahrscheinlich wollten Sie sich nicht so sehr mit Ihrer Landesregierung identifizieren. Hier macht sie aber mal alles richtig und deshalb brauchen wir den Antrag nicht. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bode. Für die CDU-Fraktion hat das Wort der Kollege